Und im Zuge dieser Verhandlung zeigt sich auf, warum er eigentlich so weit gekommen ist. Und ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit gehabt haben, das Büchlein zu lesen. Es ist eigentlich irgendwie logisch nachvollziehbar. Schritt für Schritt, bis jemand sagt, ich mag nicht mehr. Und ich bin heute davon überzeugt, nach hunderten Fällen von Arbeitsplatzkriminalität, jeder von uns, ohne Ausnahme, kann unter den widrigsten Umständen in eine Situation reinkommen, wo er sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die Frage ist nur, wie reagiert er dann drauf? Der eine sagt, na, mir geht es nicht gut, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss was lernen, ich muss woanders hingehen, ich muss was anderes tun. Der zweite sagt, naja, ich ziehe mich zurück, ich lege mir irgendeine psychosomatische Krankheit zurück. Und der dritte sagt, mir geht es nicht gut. Aber was mir noch mehr auf die Nerven geht, ist, dass es euch besser geht wie mir. Also wäre jetzt dafür so getragen, dass es euch ein bisschen schlechter geht und dann geht es mir wieder besser. Und das ist so die Basis der totalen Verkehrung der Realität. Und das herauszufinden, das können wir heute. Wir sind heute in der Lage, die psychologische Sicherheit und die psychologische Gesundheit eines Unternehmens festzustellen. Und wir können mit einem vernünftigen Programm feststellen, dass man den Leuten einfach sagen, du, wenn es dir nicht gut geht, musst du da und da hingehen. Und ich kann Ihnen nur allen sagen, es gibt eine der billigsten und einfachsten Möglichkeiten, einen Betrieb halbwegs sicher zu halten, indem sie regelmäßig ihre Leute eine Frage stellen. Wie geht's dir denn? Brauchst du irgendwas? Aber das muss ehrlich sein. Weil wenn es da oben in langen Gangen durchgehen und der Chef sagt, na gut, heute gehe ich mal durch und frage, und der ruft beim ersten Ding ein, du, wie geht's dir denn? Und da sitzt eine junge Kollegin drin und denkt sich, der Chef fragt mich, wie es mir geht. Holt Luft und möchte antworten. Und bevor sie was sagt, ist der Chef am Ende vom Gang. Dann sage ich, fragen Sie lieber nicht. Weil ich habe jetzt in meiner beruflichen Karriere über 1000 Tötungsdelikte analysiert, aber eines kann ich Ihnen sagen, es ist nicht eine Katastrophe, die uns umhaut. Es ist nicht eine wirkliche Katastrophe, die uns von den Geist nimmt. Es ist die Summe aus kleinen persönlichen Demütigungen, wo die Leute irgendwann einmal sagen, jetzt ist genug. In Ihrem Buch ist mir aufgefallen,